konnten alle ihre Stimme abgeben. Ich höre keinen Widerspruch. Die Wahlhandlung ist geschlossen und ich bitte, die Stimmen auszuzählen.
so. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf die Niederschrift über die Wahl des Vizepräsidenten des Hessischen Landtags verlesen. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 127, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 127, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 127, Zahl der gültigen Stimmzettel 127, Zahl der ungültigen Stimmzettel 0. Auf den Vorschlag Andreas Lichert entfielen Ja-Stimmen 15, Nein-Stimmen 111, Stimmenthaltung 1. Ich stelle fest, auf den Vorschlag Andreas Lichert ist die erforderliche Mehrheit bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtags nicht entfallen. Herr Lambrou bittet das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, da Herr Lichert nicht gewählt wurde, beantragen wir einen dritten Wahlgang. Als Kandidat nominieren wir den Landtagsabgeordneten Andreas Lichert und wir beantragen geheime Wahl. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein weiterer Wahlgang gewünscht. Ich rufe hiermit zum dritten Wahlgang auf. Vorgeschlagen ist weiterhin Herr Abgeordneter Andreas Lichert. Die geheime Wahl ist beantragt worden. Es erfolgt jetzt ein dritter Wahlgang, in dem die relative Mehrheit entscheidet, das heißt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Ablauf gleicht den bisherigen Wahlgängen. Ich bitte nun um den Namensaufruf. Die Wahlhandlung ist hiermit eröffnet. Ulrika Alex, Tarek Al-Wazir, Katrin Anders, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Dirk Bamberger, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer. Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl-Hermann Bolldorf, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Christoph Degen, Lisa Deißler, Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert, Nina Eisenhardt, Arno Enners, sind dann vorne, ist gut. Ja, ist gut, alles klar. Dr. Horst Falk, Martina Feldmeier, Thorsten Felsterhausen, Karina Fissmann, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Gav, Kerstin Geis.
Axel Gernke, Nadine Gersberg, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, Vanessa Kronemann, Stefan Krüger, Gernot Grumbach. Jörg-Uwe Hahn, Tanja Hartdegen, Karin Hartmann, Erich Heidkamp, Nina Heidsommer, Christian Heinz, Birgit Heidland, Thomas Hering, Klaus Herrmann, Priska Hinz, Markus Hofmann, Andreas Hofmeister, Rüdiger Hohlschuh, Hartmut Honka, Knut John, Bijan Kaffenberger, Rolf Kant. Esther Kalveram, Norbert Kartmann, Heiko Kassegert, Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, Kai Klose, Wiebke Knell, Eva Kühne-Hörmann, Elisabeth Kula, Gerald Kummer. Thank you.
die sind schon, zum Teil haben die schon gewählt. Ja, ja. Robert Lambrou, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lortz, Professor Dr. Alexander Lortz, Heinz Lotz, Felix Martin. Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller, Jörg Michael Müller, Karin Müller, Regine Müller, Stefan Müller, Petra Müller-Klepper. Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Jan-Wilhelm Pohlmann, Moritz Promny, Yanki Pürsün, Lucia Puttrich, Dr. Dr. Rainer Rahn, Claudia Ravensburg, Michael Reul. Also fertig. Boris Rhein, Volker Richter, René Rock, Günter Rudolf, Michael Ruhl, Max Schad, Jan Schalauske, Marion Schad-Sauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Mirjam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Uwe Serke. Dr. Daniela Sommer, Sadet Sönmez, Frank Steinraths, Oliver Stierböck, Ismail Tippi, Oliver Ulott, Tobias Utter, Joachim Feilmann, Bernd Erich Vohl, Astrid Wallmann, Alexandra Walter,
war schon gewählt? Ja. Ja. Du bist schon gewählt? Nee, noch nicht. Sophie. Kati Walter, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeier, Walter Wissenbach, Togo. Haben alle ihre Stimme abgegeben? Das ist der Fall. Die Wahlhandlung ist hiermit geschlossen. Ich bitte, die Stimmen jetzt auszuzählen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe das Ergebnis der Wahl nun bekannt. Niederschrift über die Wahl des Vizepräsidenten des Hessischen Landtags. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 127. Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 127. Zahl der abgegebenen Stimmzettel 127. Zahl der gültigen Stimmzettel 127. Zahl der ungültigen Stimmzettel 0. Auf den Vorschlag Andreas Lichert entfielen. Ja-Stimmen 15, Nein-Stimmen 112, Stimmenthaltung 0. Ich stelle hiermit fest, auf den Vorschlag Andreas Lichert ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtags nicht entfallen. Meine Damen und Herren, wir sind somit am Ende der Tagesordnung heute angekommen und am Ende des heutigen Plenartages. Wir sehen uns morgen früh um 9 Uhr. Ich wünsche einen schönen Abend.